Hallo, hier ist Muho wieder. Zurück zum Thema Goeka, buddhistische Chorgesänge oder Baikalyu e Sangha, sagt man im Soto auch. Der Fragesteller schreibt, im Gegensatz zur normalen Rezitation, ne, also wo man das Hanya Shingyo zum Beispiel Kanji Saibo Satsuyo Shin Hanya Haramita Jisho Kengo Kaiku so rezitiert, und da kommt es eigentlich auf die Tonhöhe nicht an. Man hat da den Mokugyo, der den Rhythmus vorgibt. Ne, aber solange man im Rhythmus bleibt, mir ist es nie vorgekommen, dass mir jemand gesagt hat, deine Stimme ist jetzt zu hoch oder zu tief. Ne. Das heißt, was ich persönlich immer gut fand am Buddhismus, ist, du kannst total unmusikalisch sein und du kommst trotzdem mit. Ne. Eine Ausnahme wären jetzt die Goeka. Und ich hatte das Glück, dass in Antaichi wurde das nie gemacht, und auch im Tofugoshi, ne, also im Rinzai gibt es das offenbar auch, aber im Tofugoshi wird es nicht praktiziert, im Hoshinji wird es nicht praktiziert. In Japan ist so ein bisschen das Image, das ist was für die älteren Frauen. Und unterrichtet wird es durchaus von Mönchen, ne, aber die haben dann in der Regel eine spezielle Ausbildung. Ne. Also wenn man sich dafür interessiert, man kann dann wahrscheinlich in Lehrgängen auch sich da ausbilden lassen. Man hat dann vermutlich auch einen Goeka oder Baikalyu Meister. Ne? Man kriegt dafür dann extra Zertifikat und kann das dann unterrichten. Ne? In der Regel unterrichtet man dann in Tempel diese Goeka-Kreise, die sich einmal im Monat oder mehrmals im Monat treffen. Ne? Ich habe das bei Zeremonien immer wieder erlebt, ne? Dass da im Hintergrund der Goeka-Kreis ist und dass die was rezitieren. Ne? Oder die Eko-san, vielleicht auch eben deshalb, weil es eine Nonne ist und das Image ist, dass es eher was für die Frauen, obwohl es auch Männer natürlich machen können, ne? Und dürfen. Und trotzdem das Image ist, es ist eher was für die Frauen. Deshalb, sie hat das in Nagoya 2 Jahre lang gemacht, musste sich da auch die Instrumente, also es sind eigentlich nur 2, ne? So eine kleine Glocke, die man in der Hand hält, und dann eine andere, ein Klangmetall, das man mit einem Hämmerchen schlägt. Ne? Musste sie sich dafür anschaffen und hat das 2 Jahre lang gelernt. Ne? Also die Eko-san, die könnte das wahrscheinlich, ich kann es absolut nicht. Was fragt er hier noch? Mich würde, Rezitation der Sutren in Japan. Also Rezitation, da muss man nicht musikalisch sein, aber Goeka, da gibt es halt schon ein Hoch und Runter. Ne? Wobei das halt traditionell, ich wünschte, ich hätte jetzt so ein Blatt hier, ne? Das wird eher so mit dann tatsächlich so Kurven oder so aufgemalt. Ne? Wieder nicht so Noten in, wie nennt man das überhaupt auf Deutsch? Ne? Also diese Notenleiter. Braucht man dafür traditionellerweise nicht. Im Gegensatz zur normalen Rezitation der Sutren in Japan sind diese viel melodischer, richtig. Und deshalb eben für mich war es ein Glück, dass ich nie gezwungen war, da teilzunehmen. Ähnlich wie beispielsweise in den chinesischen oder koreanischen Traditionen. Die kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht gibt es da so etwas Ähnliches. Ne? Mich würde mal interessieren, welche Rolle Baikalyu e Sangha bei dir oder in Soto-Klöstern allgemein spielt. Ne? Also bei mir gar nicht, im Antaichi wie gesagt auch nicht, ne? Aber viele Klöster oder besonders die normalen Tempel, ne? Die haben halt ihre Goeka-Kreise. Ich kann mich erinnern, vor inzwischen 30 Jahren, als ich noch in Kyoto studierte, ne, und dann über den Shohaku Okumura, der inzwischen ja in Indiana in den USA unterrichtet, ne, der damals noch in der Nähe von Kyoto wohnte. Ich bin über den zum Antaichi gelangt. Ne? Das erste halbe Jahr, als ich in Kyoto war, bin ich regelmäßig zu den monatlichen Sessions gegangen. Und der hatte in seinem Tempel auch so einen Goeka-Kreis. Allerdings, er hatte, glaube ich, auch keine Goeka-Praxis. Er hat das auch nicht unterrichtet, sondern es kam ein Priester von außerhalb, um diesen Goeka-Kreis zu unterrichten. Wir nahmen daran nicht teil. Zum Teil fand das statt wie ein Session. Ne? Das heißt, wir saßen da und hätten uns eigentlich über die Stille gefreut, aber im nächsten Raum nebenan
praktizierte die Goeka-Kreis, ne, und die sang, ne, und die störte das natürlich gar nicht, dass wir da Sazen machen, und den Okumura schien es überhaupt nicht zu stören, dass die auf der anderen Seite der Papierwand Goekas machten. Ich damals mit 22, ich ärgerte mich furchtbar, dass die nicht leise sein konnten. Aber so viel dazu vielleicht, ne? Also Goeka, das gibt es, aber es ist zumindest für die Leute, für die Zen vor allem was mit Meditation zu tun hat und die dazu noch unmusikalisch sind, so wie ich, für die ist es nicht das Zentrum der Praxis, ne? Jetzt schreibt noch jemand unter einem anderen Video, da ging es um Zen und Gitarre, ne? Da schreibt jemand: Bei Thema Zen und Musik dachte ich sofort an die Fuke-Sekte, die mit Strohkörben über dem Kopf die Shakuhachi spielten. Leider weiß ich fast nichts darüber und was auf diesem Pfad möglicherweise erreicht wurde. Ich weiß auch nicht so viel über die Fuke-Sekte, ob man da überhaupt von einer Sekte oder einer Schule sprechen kann, ne? Also man findet da bestimmt auch was im Internet, ne? Und man findet die dann auch mit so Strohkörben über dem Kopf, da so ein kleines Loch, über das sie dann diese Shakuhachi blasen, aber man sieht das Gesicht nicht und man findet da wahrscheinlich auch irgendwo die Information, dass zumindest gerüchteweise gesagt wird, dass es gar nicht sich dabei um buddhistische Mönche handelt, sondern um Kriminelle, die auf die Weise ihre Identität verstecken, oder um Spione, die durch das Land reisten, ne? Also von 1600 bis 1868 in der Tokugawa-Zeit, das war eine sehr, wie sagt man, naja, also real existierender Sozialismus im schlechten Sinne und jetzt weniger mit dem Betonung auf Sozialismus, dass alle gleich waren und alle genug zu essen haben, sondern in dem Sinne, dass alles zentral organisiert und kontrolliert war, damals vom Tokugawa-Regime, ne? Das Land war abgeschlossen nach außen, also ein bisschen so wie Nordkorea vielleicht heute, ne? Und es wird gesagt, dass diese Fukeshu Teil waren des Staatsapparats, dass die halt ihre Gesichter versteckt haben und dann ihre Shakuhachi irgendwo gespielt haben und gebettelt haben, aber in Wirklichkeit war die Aufgabe dieser Leute zu gucken, was machen die Leute da überhaupt, ne? Also ich weiß auch nicht genau, was es mit denen auf sich hat, ne? Ich bin ein bisschen überrascht über die Frage, was auf diesem Pfad möglicherweise erreicht wurde, ne? Also ich weiß nicht, wie es gemeint wird. Wenn das tatsächlich Spione waren, dann wurde damit vielleicht tatsächlich erreicht, dass die sozusagen als informelle Mitarbeiter des Tokugawa-Regimes da Informationen nach Tokio zurückgebracht haben, ne? Überrascht ein bisschen über diese Frage, denn es ist dieselbe Stimme, die gesagt hat, was halt ich in Antaichi gelernt habe, ist, dass Zen keine Übung ist, sondern der Ernstfall, ne? Und der Unterschied zwischen Übung und Ernstfall ist ja, bei der Übung gibt es was zu erreichen. Man bereitet sich vor auf den Ernstfall, aber was ist beim Ernstfall zu erreichen? Beim Ernstfall ist nichts zu erreichen. Also falls diese Fukeshu tatsächlich eine buddhistische Schule war mit Betonung der Praxis, ne, dann gab es da natürlich nichts zu erreichen, sondern das Shakuhachi-Spielen selber war der Ernstfall, ne? Aber wie gesagt, ich kenne mich genauso wenig aus hier wie der Fragesteller. Er fährt dann noch weiter fort im Neo-Advaita, also Advaita Vedanta, da interessiere ich mich in letzter Zeit auch ein bisschen dafür, aber kenne mich nicht allzu sehr aus. Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied liegt zwischen Advaita und Neo-Advaita. Aber er schreibt hier: Im Neo-Advaita wird häufig gesagt, dass Schönheit wie auch Liebe und Intuition, bereits erlebte Ichlosigkeit, Gedankenstille ist, die sich im Erschaffen wie im Wahrnehmen eines Werkes verwirklichen.
Und für mich ist das nicht nur schlüssig, sondern 100% wahr und wichtig. Was empfinden wir instinktiv als echt? Dazu von meiner Seite nur so viel Inspiration, instinktives Fühlen und Handeln, schön und gut, aber manchmal kann man sich auch ein bisschen zu viel auf den Instinkt und die Inspiration verlassen. Und zum anderen, was mir hier ein bisschen zu denken gab, war, dass Schönheit bereits erlebte Ichlosigkeit sein soll, die sich im Erschaffen wie im Wahrnehmung eines Werkes verwirklichen. Was ich komisch fand, war das, warum bereits erlebte. Für mich, ich würde dann eher sagen, Schönheit ist nicht bereits erlebte Ichlosigkeit, die sich verwirklicht, sondern Schönheit ist die Ichlosigkeit, die sich erst im Erschaffen des Werkes und im Wahrnehmung des Werkes verwirklicht. Also nicht bereits erlebte Ichlosigkeit, die man dann hinterher noch verwirklichen will, ne? Also ich bin jemand, der eigentlich ein Herz hat für moderne Kunst. Ich habe besonders in meiner Jugend oft Stunden in Museen für moderne Kunst zugebracht. Aber was ich heute so ein bisschen manchmal an moderner Kunst störend finde, ist dieser Versuch, etwas bereits Erlebtes, Verstandenes, und selbst wenn es die Ichlosigkeit sein soll, ne, dann auszudrücken, ne? Der Ausdruck und das, was ausgedrückt werden soll, ne? Also im Zen ist es eins, wie es im Advaita ist, weiß ich nicht, ne? Aber in der Kunst, besonders in der modernen Kunst, sind es oft zwei Dinge, ne? Ich will mit meiner Kunst das ausdrücken.